Professor Volker Kronbeck ist mit uns zugeschaltet, Politikwissenschaftler. Herr Kronbeck, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, sehr gerne. Guten Morgen, Frau Droste. Ja, das ist schon wirklich ein Paukenschlag im politischen Berlin, dass man also so harte Konsequenzen aus den Wahlschlappen bei den Grünen zieht. In Ihren Augen ist das genau der richtige Schritt, um irgendwie wieder die Wähler von sich überzeugen zu können? Ja, ich finde, Frau Schokilius hat es genau auf den Punkt gebracht. Also grundsätzlich kann es nicht überraschen, der Zeitpunkt kam jetzt zu uns heute, dass es gerade jetzt heute war, vielleicht tatsächlich überraschend. Es ist der Versuch, dass die Antwort auf Ihre Frage ist, ist der Versuch natürlich eines Befreiungsschlags. Und gleichzeitig also ein Neuaufbruch. Ein Neuaufbruch verbindet sich ja nicht nur mit Inhalten, und da tut man sich sehr schwer, innerhalb der Grünen, in der Ampel, sondern er verbindet sich natürlich auch mit den Köpfen, die dafür stehen, und mit der Kommunikation. Und das ist jetzt der Versuch, sozusagen genau das, ein Befreiungsschlag, ein Neuaufbruch, ein Cut, ja, sozusagen jetzt diese Serie hinter sich zu lassen an Wahlniederlagen, man muss ja fast sagen an Demütigungen, die man erfahren hat. Wir haben es gerade gehört, die FDP, ja, okay, die hat diese Wahlergebnisse, die sie hat, aber die Grünen kommen ja auch von anderen Regionen sozusagen. Wir erinnern uns, man wollte und will ja im Grunde, auch wenn man den Begriff nicht mag, Volkspartei sein, und die letzten Ergebnisse weisen nicht darauf hin. So, jetzt eben der Versuch, eine Neuaufstellung, und ein ganz wichtiger Gesichtspunkt daraus ist natürlich der Parteitag im November steht ja im Grunde auch für den Aufbruch und ja im Grunde die Fokussierung auf einen Spitzenkandidaten, womöglich Kanzlerkandidat Robert Habeck. Und da will man natürlich ein Personalangebot präsentieren, das in sich geschlossen ist, dass die Strömungen und Mann-Frau der Proporzen gerecht wird, aber gleichzeitig ein Aufbruch für die Menschen, nicht nur die Mitglieder in der Partei, Wählerinnen und Wähler, sondern auch im Grunde ein Politikangebot, das wieder ja Zustimmung findet, das vielleicht sogar auch fasziniert, attrahiert und nicht so dieses Quälende, was sich mit den letzten Monaten und dann eben auch mit den beiden Parteivorsitzenden zwangsläufig ja verbindet. Ja, Herr Kronbeck, aber genau das ist ja dann die große Herausforderung. Also Sie sagen es ja auch, neue Gesichter, die werden da nicht reichen. Denn ich meine, es ist sowieso ein Wunder. Ich fand das auch sehr interessant, wie Ricarda Lang das in ihrem Statement noch mal betont hat, dass es also gelungen ist, den Laden da irgendwie noch zusammenzuhalten. Das ist wirklich erstaunlich. Ich meine, den Spagat, den die Grünen also in dieser Ampelregierung machen mussten, in Fragen der Migration, in Fragen des Ukraine-Krieges. Aber glauben Sie denn, es gelingt, dass man, wenn man jetzt auf den Zeitgeist hören würde, müsste man ja sagen, die Grünen müssen deutlich realer werden, auch in Ihrer Ansprache. Glauben Sie, das klappt? In der Politik ist nicht alternativlos, aber an der Stelle würde ich vielleicht sagen, im Hinblick auf die gesamtgesellschaftliche Befindlichkeit und die Interessenlage und Wahrnehmung von Problemen ist das tatsächlich alternativlos. Wenn die Grünen hier nicht im Grunde in die Mitte sich bewegen und einen klaren, restriktiveren Kurs mittragen in der Ampel, wenn sie denn den Herbst übersteht oder in anderen Konstellationen oder als ja eigenständige politische Kraft bei der nächsten Wahl und eben sagen, ja, wir schieben der irregulären Migration jetzt einen klaren Riegel vor, ganz konsequent bis hin sozusagen Grenzschließung. Wenn sie sich dazu nicht durchringen mit einer neuen Parteispitze, womöglich mit der Habeck-Vertrauten Franziska Brandner und dann eben einem männlichen Pendant, wenn sie das innerparteilich nicht hinbekommen, dann bringt auch ein solcher Neuaufbruch an der Parteispitze nichts. Das heißt, das sind interne, schmerzhafte Klärungen, an denen ein Stück weit sich jetzt auch Lang und Nuripur aufgerieben haben, zweifellos. Und auf der anderen Seite, wenn sie das nicht hinbekommen, dann ist eben auch die Zukunft dieses ungeliebten, ungewollten und eben auch wenig attraktiven Ampelbündnisses natürlich mehr als fraglich. Dann stellen sich eben die Fragen, ob man überhaupt diesen Herbst in dieser Koalition noch überstehen wird. Sagt Volker Kronbeck. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Analyse. Herr Kronbeck, zumindest aus der SPD, da gibt es schon die erste Reaktion von Katja Master, Geschäftsführerin, die da mit Respekt drauf guckt, aber keine großen Auswirkungen auf die reale Politik der Ampel dann befürchtet. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Ja, sehr gerne, Frau Dost.